Herzlich willkommen zu einem nächsten Video und heute ein ganz spezielles Video. Als allererstes bedanke ich mich wieder, dass die letzten Videos so abgegangen sind und dass ich dann die 1300 Abonnenten geschafft habe. Es sind jetzt auch schon mehr als 1300, 1115, 16 ungefähr. Habe ich jetzt dank euch schon erreicht. Da könnt ihr noch gerne in unseren meinen Clan kommen, Clan Kingdom Smasher. Es ist jeder sehr gerne erwünscht, würde mich sehr freuen, wenn ihr in den Clan beitritt. Wir sind gerade erster Platz und ihr könnt euch noch reinkommen. Mich sehr freuen, mein offizieller Community Clan. Jetzt kommen wir zum Thema dieses Videos. Als allererstes habe ich eine super Magietruhe getroppt bekommen. Leider habe ich nicht genug Juwelen, aber vielleicht werde ich die Truhe dann werde ich auch dann noch aufnehmen. So. Okay, das ist ja richtig nice. Die Truhe werde ich auf jeden Fall aufnehmen. Das heißt, ich habe jetzt eine Magietruhe bekommen und da ist die Wahrscheinlichkeit jetzt mindestens die Hälfte, wenn nicht höher, dass eine legendäre Karte drin ist. Und ist das andere, wie man die Chance auf legendären Karten vergrößern kann. Das heißt, Batteriezustand, da ist ein Dreck. Wollte ich das gerade sagen? Ja, dass man einfach die Chance, dass die legendären Karten mehr erscheinen, kann man durch spezielle Sachen verbessern. Das erste ist zum Beispiel, ich habe jetzt, wie ihr seht, wenn ich jetzt runtergehe, den Holzfeld auf Level 2 und hier viele So-Karten. Und da gibt es einen Tipp, wie man das bei den Openings dann macht. Man lässt einfach die Epic-Karten, tut man noch nicht relativ spät upgraden, das heißt, man lässt sie auf niedrigen Level. Und deswegen habe ich auch beim letzten Magical Chest Opening in drei Magical Chests zwei legendären Karten freigeschalten, da ich viele Epic-Karten eben hatte und deshalb dann noch Epic-Karten draufkommen. Und das heißt, dass man manche weit unten lässt, manche nicht, und das ist die Chance erhöht, dass man eben dann eine legendäre Karte in einer Truhe zieht. Und wir haben auch dann 4 Super Magietruhen geöffnet in 2 Videos, in einem 2, im anderen 2. In einem Video haben wir aus 2 gar nichts gezogen, im anderen haben wir aus 2, das heißt 2 legendären Karten gezogen. Das heißt, die Chance ist ungefähr 1 zu 2, also 50%, dass man eine legendäre Karte aus einer Truhe zieht. Bei Shine Chest ist es relativ gering, eine legendäre Karte zu ziehen, kommt aber auch vor, aber die Giant Chest ist ja eher dafür, dass man dann normale und seltene Karten bekommt. Die Epic und also legendären Karten sind dann eher in der Magical Chest und der Super Magietruhe. Und auf jeden Fall, lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt, und auch ein Like für die Super Magietruhe, und die Super Magietruhe wird dann auch bald geöffnet. Und mit dem Account bin ich auch jetzt schon auf 3100 Pokale, was ich richtig nice finde. Und kommt in den Clan, wenn es noch nicht reingekommen ist. Und jetzt kommen wir zum 2. Kommt irgendwo unbedingt zum Clan rein, Kingdom Smasher. Gibt auch nur einen Clan, das heißt, solltet ihr relativ leicht in den Clan reinjoinen. Das zweite ist, es gibt auch oft Karten, legendäre Karten im Shop. Ich hatte vor 2 Wochen, glaube ich, 3 legendäre Karten nacheinander im Shop. Und da gibt es einen ganz eigenen Trick, das zu erhöhen. Erstens am Sonntag sind eben 6 Karten und da ist die Chance auf legendäre Karten noch höher. Aber eine noch höhere Chance gibt es, wenn ihr relativ wenig Gold habt, erscheinen auch mehr legendäre Karten. Das ist damit verbunden, dass dann Supercell merkt, die Leute müssen dann Gems kaufen. Das heißt, das habe ich auch schon 2-mal legendäre Karten aus dem Shop gekauft. Das kostet auch den Leuten Gems. Und deshalb wird es dann so angewendet, dass man dann da die legendären Karten bekommt. Und ich würde sagen, wer lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch dieser Tipp gefallen hat. Und vielleicht werde ich euch noch so nächste Tipps geben, wie man dann bessere Karten bekommt. Deck-Challenges sind auf jeden Fall bei mir, mache ich auch sehr gerne, das heißt, die würde ich auch noch gerne mal bringen. Und ich würde sagen, schreibt mir in die Kommentare, wie viele legendären Karten ihr schon habt und welche Karte eure Lieblingslegendäre Karte ist und wie viel Glück ihr aus den Kisten habt.
und ob ich schon mal in so eine Magietruhe getroppt wurde. Ich würde sagen, ich sage ciao, wir sehen uns im nächsten Video und das ist ganz nice. Ciao.